Willkommen zu meiner Präsentation über pro Kilowatt. Als erstes möchte ich Ihnen in relativ kurzer Form einfach schnell erzählen, um was es bei pro Kilowatt genau geht, also was wir fördern und wie wir fördern. Als zweites werde ich zurückschauen, wie sich das Förderinstrument, das es nun doch schon seit 2010 gibt, entwickelt hat. Und dann werde ich kurz in die Zukunft schauen und vor allem auch etwas erzählen, was für uns jetzt bei der Weiterentwicklung dieses Förderinstruments auch noch Herausforderungen sind. Und zu guter Letzt werde ich noch erzählen, was gerade aktuell bei uns bei pro Kilowatt läuft. So kurz zum Steckbrief zu pro Kilowatt. Pro Kilowatt ist ein Förderinstrument des Bundesamtes für Energie für sogenannte unwirtschaftliche Stromeffizienzmaßnahmen. Nun, unwirtschaftlich, das ist ja immer so etwas eine Definitionsgeschichte. Und wir von pro Kilowatt, für uns heißt unwirtschaftlich, dass es eben ein Payback vorhanden sein muss von größer als 4 Jahren, damit wir die Maßnahmen überhaupt fördern können. Was nun auch ein relativ wichtiger Punkt ist, ist, dass es Maßnahmen sind, die noch nicht umgesetzt sind. Das heißt, wenn die Unternehmen bei uns ihre Gesuche einreichen, ist es wirklich wichtig, dass diese Maßnahmen eben noch nicht umgesetzt sind. Etwas speziell am Förderinstrument pro Kilowatt ist ein gewisser Wettbewerbsgedanke. Also wir machen wie eine Rangierung aller Anträge aufgrund der sogenannten Kostenwirksamkeit. Und die Kostenwirksamkeit ist das Verhältnis zwischen gefordertem Förderbeitrag und erzielter Stromeinsparung. Damit möchten wir erreichen, dass die Projekteingeber und die Programmeingeber eben möglichst nur so viel Fördermittel fordern, wie sie auch wirklich brauchen für die Umsetzung. Grundsätzlich kann man sagen, förderberechtigt sind private und öffentliche Partner. Und unser Budget jetzt für das 2018 liegt bei ca. 20 Millionen Franken für die Projekte und 30 Millionen für die Programme. Die zwei verschiedenen Förderschienen, Projekte und Programme, werde ich dann gleich anschließend noch kurz erläutern. Fördermittel vergeben können wir bis zu 30% der Investitionskosten. Und die Bedingungen, die werden jährlich angepasst. Also wir haben pro Technologie geltende Förderbedingungen und die passen wir jährlich an, weil wir möchten ja auch mit dem technologischen Fortschritt Schritt halten. Genau. Jetzt bei den Projekten ist es so, dass man zweimal im Jahr, wir haben wie so zwei Tranchen, auf Anfang Februar und Anfang September einreichen kann. Bei den Programmen läuft die Eingabefrist jeweils immer Anfang Mai ab. Falls Sie Fragen konkret zur Projekteinreichung, Programmeinreichung und auch zur Umsetzung haben, wenden Sie sich am besten jeweils an unsere Geschäftsstelle. Also es ist so, dass die strategische Führung liegt bei uns beim BFE und für die operative Umsetzung ist unsere Geschäftsstelle in SIO zuständig. Jetzt eben, wir haben wie zwei Varianten, wie wir fördern können. Die erste Variante ist die sogenannte Projektförderung. Das ist, ich finde es fast einfacher zu verstehen als die Programmförderung. Dort sind unsere Umsetzungspartner Unternehmen. Diese Unternehmen geben bei uns direkt einen Antrag ein und in der Regel sind das etwas technischer, komplexere Maßnahmen. Also ein Beispiel ist, ein Unternehmen baut irgendwie die Lüftungsanlage ein und gibt das dann bei uns ein als Antragsteller und bekommt dann auch direkt von uns die Fördermittel. Beim Programmverfahren sind unsere Partner die sogenannten Programmträgerschaften. Die geben bei uns den Antrag ein und verteilen dann auch das von uns zugesprochene Fördergeld. Und dabei handelt es sich eher so um Standardmaßnahmen, um kleinere Maßnahmen.
Und mit diesen zwei Förderäste möchten wir eigentlich den Unternehmen wie die Möglichkeit geben, je nach Maßnahme, die sie eben haben, also ist es technisch komplexer, ist es technisch einfacher, ist es teurer, also bei den Projekten muss das minimale Investitionsvolumen ca. 60.000 Franken sein, aber mit diesen beiden Sachen können wir wie den Unternehmen, möchten wir die optimale Möglichkeit geben, um sich eben fördern zu lassen. Jetzt eben unser Ziel sind Stromeffizienzmaßnahmen und ja, das geht da wirklich über Motoren, Pumpen, industrielle Verfahren etc. etc. Wir haben auf unserer Webseite www.prokw.ch haben wir auch ganz konkret Fallbeispiele mit Erfahrungsberichten drauf, in denen Unternehmen erzählen von ihren Erfahrungen mit pro Kilowatt. Die nächsten zwei Folien zeigen die Anzahl jeweils geförderter Projekte und Programme sowie eben jetzt dieses Rangierungsmerkmal Kostenwirksamkeit. Und es schaut bei den Projekten und bei den Programmen ungefähr so aus, dass wir so ein Einpendeln hatten seit dem Start bis etwa 2014. Und seit 2014 ist das so mehr oder weniger konstant. Es gibt halt immer noch, gerade bei den Programmen, je nachdem, wenn es etwas gesättigt ist, haben wir wieder mal ein Jahr mit weniger, dann gibt es wieder ein Jahr mit neuen Nachfolgeprogrammen. Aber grundsätzlich rechnen wir eigentlich auch für die Zukunft damit, dass sich das ungefähr auf diesem Niveau konstant halten wird. Jetzt komme ich zum eigentlich interessantesten Teil. Also wo sind wir, was beschäftigt uns gerade aktuell und was wollen wir machen, damit dem pro Kilowatt noch besser wird. Eine erste Herausforderung für uns ist die laufende Anpassung der Bedingungen eben an den technischen Fortschritt. Also wir sind da wirklich alljährlich gefordert. Und ja, es ist halt eine ziemliche Gratwanderung, oder? Wir haben einerseits die Auflage, wir sollten das fördern, das eben besser ist als der Stand der Technik. Und umgekehrt möchten wir den Unternehmen und den potenziellen Programmträgerschaften nicht ganze Romane von Förderbedingungen aufbürden. Und das ist für uns wirklich, das ist eine Herausforderung. Dann machen wir immer wieder die Erfahrung, dass halt noch nicht alle Unternehmen pro Kilowatt kennen. Und ja, da sind wir jetzt sehr aktiv dran. Ich war gestern an der IGO in Basel, das ist eine große Messe für Hotels und Restaurants und Gastro. Ja, und habe da auch wieder gestaunt, wie viele Unternehmen bei uns am Stand waren und ja, nicht wussten, dass es pro Kilowatt gibt. Und ein erster wirklich guter Schritt ist jetzt sicher unsere neue Webseite, weil die erlaubt uns mal alle relevanten Unterlagen zu bündeln. Man kann dort auch gleich den Antrag online erstellen. Und was wir auch aktiv machen im Moment ist, dass wir zu Unternehmen gehen, die bereits von uns Fördermittel erhalten haben und andere Unternehmen dazu einladen. Also die Romos sagen diesem Format sein Cassette. Und das Ziel ist dann wirklich, dass die Unternehmen aus erster Hand Erfahrungen erfahren über pro Kilowatt. Und damit machen wir sehr gute Erfahrungen. Also wir waren im Frühling bei Feldschlösschen und Mikarna und hatten jetzt aktuell in der ausgelaufenen Projektrunde sehr viele Anträge aus der Lebensmittelindustrie. Das ist ein Ausschnitt aus der neuen Webseite. Und da haben wir jetzt auch probiert für die Unternehmen, die sich über ein Programm fördern lassen wollen. Also es gibt im Moment irgendwie 20, 30 laufende Programme, haben wir eine neue Suchmaschine programmiert, in dem ein Unternehmen, wenn es empfindet, ich bin in diesem Kanton, ich möchte jetzt meine Pumpen wechseln, gibt es da ein Programm, kann man hier mit diesem Suchfilter wirklich einfach nach den laufenden Programmen suchen. Eine weitere Herausforderung für uns ist, damit wir mehr gute Projekte bei den Unternehmen auslösen können, dass eben die Antragseinreichung
möglichst einfach wird. Und das ist auch etwas eine Gratwanderung, weil wir brauchen ja einen guten Projektbeschrieb, wir brauchen die Herleitung der Stromeinsparung und trotzdem möchten wir nicht, dass das eine zu große Hinderungsschwelle wird, damit die Unternehmen ihre Projekte bei uns eingeben. Und da sind wir laufend dran, dieses Online-Web-Tool zu optimieren. Und jetzt auf dieses Jahr haben wir für einzelne Technologien haben wir downloadbare Excel-Arbeitsmappen entwickelt, in dem das Unternehmen dann direkt mit dieser Mappe rechnen kann und nicht selber sich die Algorithmen aus dem Finger saugen muss. Das ist einfach ein Screenshot aus dem Web-Eingabetool. Also was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, man kann auch ruhig mal, man muss sich damit mal, damit man überhaupt damit rechnen kann, mal registrieren. Aber die reine Registration ist in dem Sinn wie nicht verbindlich. Also wenn man als Unternehmen einfach gerne mal schauen muss, ja, ist mein Projekt überhaupt förderbar, kann man sich ruhig auch mal registrieren und den Antrag mal ausfüllen. Genau. Dann, was für uns sicher auch nicht immer einfach ist, ist, wir wollen eigentlich, dass für alle Maßnahmen, die gefördert werden, die gleich strengen Bedingungen gelten. Und bei den Projekten haben wir ein höheres Budget zur Verfügung, zur Kontrolle, zur Qualitätssicherung, als bei den Maßnahmen, die in Programmen laufen. Und darum wollen wir ja eigentlich in Programmen nur einfachere Maßnahmen. Und damit wir das jetzt möglichst gleichstellen können, haben wir wirklich noch begonnen, in den Bedingungen eben zu sagen, okay, Maßnahmen, die bei Programmen eingereicht werden, die dürfen gar nicht mehr besonders teuer sein. Damit wir einfach sichergestellt haben, dass die komplexeren Maßnahmen bei uns als Projekte kommen. Ist eigentlich auch für das Unternehmen besser, weil es innerhalb der Projektförderung mehr Förderbeiträge erhalten kann. Jetzt noch aktuell, Sie als Motorenfachleute, das sind die gerade aktuell laufenden Programme im Bereich Kälte, Pumpen etc., die ich hier einfach mal zusammengestellt habe und eben jederzeit einfach auf unserer Webseite die Suchmaschine mal benutzen. Genau, das ist unsere Suchmaschine. Und jetzt gerade aktuell läuft die neunte Runde 2018. Also wir sind damit Ende Oktober ist das Eingabeportal aufgegangen und man kann jetzt noch bis am 9. Februar kann man noch Projektanträge einreichen, dann bis am 9. Mai die Programmanträge und ganz aktuell ist auch noch der nächste Projektworkshop. St. Gazette findet am 5. Dezember bei Merck Serono in der Romandie statt. Und wir sind auf März sind wir am Planen eines Workshops bei einem Spital, weil wir herausgefunden haben, dass sicher in Spitälern auch noch entsprechender Informationsbedarf besteht. Und eben bei Fragen dürfen Sie sich jederzeit an mich, ans BFE, oder ganz konkret, wenn Sie am Ausarbeiten nehmen, zum Beispiel eines Antrags sind, auch an die Geschäftsstelle in SIO wenden. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit. Stehe ich noch für Fragen zur Verfügung?